Ich war eingeladen im Jahr 2011 im November vom Israelischen Kulturinstitut nach Jerusalem und Tel Aviv. Und dort sollten die Crème de la Crème der Israelian Musician vorgestellt werden, weltweiten Festival machen. Ich möchte das eine oder andere gerne auswählen und möchte diese Musiker nach Deutschland im Rahmen eines Projektes einladen. Und dieses Projekt soll Israel Jazz Day heißen und soll auch eine kleine Landesmesse drumherum haben und das vermitteln, was ich dort erlebt habe. Sponsoring ist praktisch die Wirtschaftlichkeit einer Festivalmarke. Wenn wir die Fördermittel nicht in das Festival stecken können, dann können wir auch keine Stars einladen, dann können wir auch keine Kulturarbeit, eine gute Kulturarbeit leisten. Wenn man ein Festival aufbaut, dann hat man so Wunschpartner. Wenn man sagt, man möchte gerne mit dem oder dem arbeiten, das tut der Region gut, das tut dem Festival gut, das wird von den Festivalgästen verstanden. Eine Automarke, wie zum Beispiel Skoda, gibt auch dem Festival eine interessante Publikumsrange. Wir sind ja als Marke bei den Veranstaltungen präsent, auch mit unseren Autos, weil wir dann auch solche Fahrten mit einem Musiker verlosen für die Hörer von Radiostationen, für die Leser von Tageszeitungen, und das kommt sehr gut an. Wer die Medien verfolgt, stellt fest, trotzdem Deutschland zu den wichtigsten Kulturländern Europas gehört, hat Deutschland leider zu wenig Geld für Kultur. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass die großen Unternehmen in Deutschland Kultur fördern. Manchmal müssen vielleicht die Medien da ein bisschen mehr mit, und das wäre so mein Herzenswunsch. Dann würde vielleicht auch noch mehr in Deutschland passieren. It's very good. Okay, thanks.